wie wir heute Morgen schon erfahren hatten, hat Kaspersky ein ziemlich gutes Jahr 2009 hinter sich. Und wir wollen jetzt von Herrn Diekmann wissen, wie gut es war, vor allem wie es speziell in dem zentraleuropäischen Raum war. Schönen Dank, Herr Jüte. Ja, wir haben 2009 erneut auch hier in Zentraleuropa zulegen können. Das heißt, wir haben so gut vorläufigen Zahlen zufolge 20% gegenüber 2008 zugelegt, auch hier in Zentraleuropa. Das natürlich in einer Zeit, wo rundherum die Konjunktur doch sehr gedämpft war. Viele Wettbewerber eben auch damit kämpfen mussten, dass die Zahlen bei Weitem eher rückläufig, denn überhaupt noch im leichten Steigerungsbereich waren. Also Kaspersky hat auch 2009 ganz klar Marktanteile hinzugewonnen. Was schätzen Sie, wie groß sind Ihre Marktanteile prozentual gesehen zur Konkurrenz jetzt gerade im zentraleuropäischen Raum? Zentraleuropäischen Raum würde ich gerne unterteilen, einmal in den deutschsprachigen Bereich, weil da haben wir eine ganz andere Konstellation auch. Gemessen dann gegenüber den osteuropäischen Staaten, Tschechische Republik, Slowakei und Ungarn. Im deutschsprachigen Bereich, im Retail, also in Flächenmärkten, haben wir nach GfK über 50% Marktanteil im letzten Jahr gehabt. Also hier sind wir in den Flächenmärkten definitiv der Marktführer, sowohl in Deutschland als auch Schweiz, Österreich. Und im Business-Bereich gehen wir davon aus, dass wir mit etwa 6-7% Marktanteil inzwischen auf dem vierten Platz auch im Geschäftskundenumfeld uns etablieren konnten. Wie sieht es mit Großkunden aus? Deutsche Bank, Fluggesellschaften, sind Sie da vertreten? Wir sind vertreten, ich darf jetzt nicht alle nennen, das ist ja immer ein großes Thema. Wir sind bei einem der größten deutschen Logistikunternehmen absolut gesetzt. Wir sind in großen Bauunternehmen gesetzt für weltweiten Einsatz. Wir sind in sehr großen weltweit operierenden Versicherungsgesellschaften, die also ihren Schwerpunkt hier im deutschsprachigen Raum irgendwo haben. Hier sind wir absolut inzwischen gesetzt, auch schon seit langen Jahren zum Teil. Zum Teil haben wir im letzten Jahr oder auch im vorletzten Jahr hier hinzugewinnen können. Das wird sogar noch dann sukzessive ausgebaut. Also das heißt, die haben mal irgendwo angefangen, haben dann festgestellt, ja, das funktioniert ganz ordentlich. Da kommt uns der deutschsprachige Support, den wir aus Ingolstadt leisten, natürlich sehr zugute, dass die sagen, ja, das sehen wir als echten Wettbewerbsvorteil, den uns eine Kaspersky hier bietet. Und so kommen wir da Stück für Stück auch immer weiter in diesen Bereichen. Deswegen konnten wir auch da den Marktanteil natürlich sehr schön steigern. Hatten Sie mal Probleme damit, dass Kaspersky eigentlich aus Russland kommt? Erstaunlicherweise nein. Ich sage ganz bewusst erstaunlicherweise, als wir vor 6 bzw. Andreas Lamm vor 7 Jahren damit angefangen haben, haben wir uns schon überlegt, treffen wir da auf Vorbehalte, wird das vor allem auch die amerikanische Konkurrenz ganz gern nehmen. Oh, die kommen ja aus Osten, also genau aus der anderen Richtung. Und faktisch ist es so, wir haben auch immer ein bisschen damit kokettiert. Wir haben in den letzten Jahren also gerade auch die Matrioschka und so Geschichten, die man hier in Deutschland mit Russland ja in irgendeiner Form verbindet, die haben wir immer wieder auch instrumentalisiert, um eben zu zeigen, nein, wir kommen eben mal nicht aus Amerika oder aus Israel, wo ja auch sehr viele Security-Software herkommt, sondern wir kommen genau aus einer ganz anderen Richtung und haben dann eben auch sehr häufig erfahren, dass Leute sagten, ja, das macht ja auch Sinn. Man weiß, Russland, da kommen tolle Mathematiker her, Schachspieler, also alles das, was mit Logik zu tun hat. Wo man sagt, ja, IT-Logik ist ja irgendwo sehr eng verknüpft. Und das hat uns unglaublich geholfen. Ja, also wir haben eigentlich in der ganzen Zeit, die ich dabei bin, kann ich sagen, bin ich nicht einmal ernsthaft drüber gestolpert, dass man gesagt hat, nein, wir lehnen das kategorisch ab, weil was aus der Richtung kommt, das nehmen wir nicht. Überhaupt nicht. Und wie sehen Sie jetzt die Perspektiven für 2010? Was sind die Ziele? Unsere Ziele stehen nach wie vor auf einem zweistelligen Wachstum, prozentual gesehen. Wobei man dazu sagen muss, dass das für uns schon sportlich ist, weil wir sind hier in Central Europe einer der am weitesten entwickelten Märkte von Kaspersky. Sie haben es schon angesprochen, heute Morgen hat ja Eugene Bujakin auch schon gesagt, Europa insgesamt steht für 48% vom weltweiten Kaspersky-Umsatz. Ich darf mit einigem Stolz sagen, dass wir hier in Central Europe mehr als 15% vom weltweiten Umsatz insgesamt haben. Also wir haben auch innerhalb Europas einen sehr großen Anteil.
Und dann können Sie sich vorstellen, auf dem Niveau, auf dem wir uns da bewegen, ist das dann schon sportlich. Aber eben hier, wir wollen ganz klar wachsen, vor allem eben auch im Corporate-Bereich, den Sie eben angesprochen haben. Wir haben hier eine neue Produktlinie, die wir im letzten Jahr schon angefangen haben einzuführen. Das wird systematisch ausgebaut. Und wir sind hier auch mit einem sehr motivierten Team am Start, um eben hier im Corporate-Bereich dieses Jahr noch deutlich zu steigen.